Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Toilettensimulator zusammen mit German Let's Play. Hallo. Leute, lasst euch nicht abschrecken von der mehr als schlechten Grafik, denn das Spiel ist irgendwie von 2002. Es ist aber einzigartig. So, Name von Spieler 1? Team Toilette. Hey, warum nicht Kottbrüder? Kottbrüder. Ach, stimmt. Oh ja, also, das ist der beste Name. Oh ja. Oh Mann. Gott sei Dank ist dir das noch eingefallen. Zack, Alter. Und da sind die Kottbrüder. Ah, das Spielziel. Erreichen des Ranges Klo-Manager. Eine Million. Erwirtschaften von einer Million. Besitze alle Toiletten in der Stadt. Ja, wir machen Erreichen des Ranges Klo-Manager. Das ist schon, das ist, glaube ich, schon gut. Konsumverhalten der Leute, die sind spendabel. Spendabel. Empfänglichkeit für Gerüchte. Die Leute sind leichtgläubig. Okay. Was hat das denn für eine Relevanz? Ich habe keine Ahnung. Wir starten. Oi, guck mal hier, was wir hier für einen tollen Thron haben. Ah, wir gehen mal hier auf die Karte. Und zwar, das hier ist die Stadt, die es zu erobern gilt. Wir haben 500.000. 500.000 cool. Euro, sind momentan Kloputzer und sind Team Kottbrüder. Dann lass uns mal, am Bahnhof wird doch auf gut Deutsch gesagt, viel geschissen. Hier. Dir ist schon klar, dass gerade viele zuhören, die auch auf Toilette sind. Ja, aber ist doch gut. Ja, dann passt's wenigstens. Kämpft, Leute. Drückt die Wurst drauf. Ja, drückt jetzt. Der Bahnhof ist der Knotenpunkt manch einer Reihe. Die Toilette kostet 495.000? Nee, Pfui. Ja, klar, wieso? Nein, mach doch. Ja, aber die Kosten sind ja alle so teuer. Hä? Ja, okay, dann Flughafen? Dann holen wir uns die Bahnhofstoilette. Nee, wollen wir nicht zum Flughafen, wenn das gleich teuer ist? Ich glaube einfach, dass die Leute beim Bahnhof mehr kacken. Ja, das dann, ja, das kann sein. Ich glaube schon, ja, dass da mehr, deutlich mehr. Man kann ja heute mal in diesem Vokabular bleiben, dass es viel geschissen wird. Bahnhof ist der Knotenpunkt, ja, mancher Reise. Kaufen. Bam. 495.000 haben wir investiert. Und oi! Ui! Guck dir das an. Jetzt müssen wir wohl gucken, dass wir hier auch auf die... Ja, genau. Hier ist nämlich noch alles leer. Ja, aber wir haben kein Geld. Doch, 5.000 haben wir noch. Wir holen hier einmal die Keramik. Markt. Okay. Nee, wir haben zu wenig. Wir müssen erstmal die Spülung brauchen wir. Erstmal zwei. Ah, jetzt ist zwei, okay. Dann können wir die, glaube ich, warte. Und dann Keramik. Auch zwei. Und eine Klobrille gibt es nur momentan. Wir können, glaube ich, noch bessere Klobrillen erforschen. So. Ah, und jetzt oben links kannst du die anwählen. Drück da mal nach rechts. Ja, genau. Hier, Toilette 1, Spülung, installiert. Oh. Schüssel, installiert. Brille. Ah, oh. Eine Zombie-Toilette. Ah, Preis. Wie viel sollen die Leute bezahlen, um bei uns kacken zu können? Weiß nicht. 2 Euro? 4? Ey, ist doch viel zu teuer. Ich kann doch mal 4 Euro bezahlen, um bei uns auf Klo zu gehen. Ich glaube, das Höchste, was ich mal bezahlt habe, waren so 2 Euro, um mal auf Klo gehen zu können. Aber warte mal, wir installieren mal kurz die anderen. So, Schlüsselfluder, Keramik, Brille, bam. Ja, wir haben nur noch 400. Ja, man macht die gleich teuer, ne? Ja, yeah, okay, gut. Ja, wir können nur 2 Toiletten hier an Start bringen, weil wir haben nur noch 400. Ja, mach ruhig Start. Okay, ja, wie mache ich denn Start? Alles richten. Was ist das denn hier? Seifenspender brauchen wir. Ja, haben wir kein Geld. Ah, doch, warte, haben wir noch. Gut, dann gehen wir zurück. Wie kommen wir denn in unser Büro? Weiß nicht, wo ist es denn? Ah, da sind wir wieder auf unser Büro. Option Forschung. Guck mal hier. Hier können wir richtig noch Spülungen erforschen. Wie heißt der? Spy Schmidt wird gesucht. Spy Schmidt. Hier können wir für 10.000 eine neue Brille erforschen. Ja, aber das bringt nichts. Wir gehen hier Hinterzimmer Statistiken. Ah, der WC-Reiniger ist scheinbar unser Kontrahent. Gut, dann Hinterzimmer. Oh, was ist das denn hier? Ah, hier Vollkotzer. Kotzkurt. Ah, ja, die können dann die anderen Dinger kaputt machen. Und guck mal, da oben rechts bist du. Das bin ich. Das sehe ich doch nicht aus. Naja, das Lachen. Und ich bin Max kaputt. Guck mal. Ja, der ist auf jeden Fall so wie du. So, okay, warte mal, wir gehen mal hier rauf. Wie kann ich denn den nächsten Tag machen? Aber hier, fertig. Ah. Jawoll. Gesamtgewinn 1500. Alter, wir hatten 195 Gäste auf Toilette 1, 184 auf Toilette 2. Ja, dann können wir jetzt Gewinn von Parzelle 1. Komm, weißt du was? Oh, warte. Oh, Reiniger macht seinen Zug. Der Rundenkönig. Wir haben gewonnen. Kottbrüder Rundenkönig. Tomula starten. Bitte. Smaragd. Metall. Keramik. Oh. Na toll. Toll. Ja. Rundenschwein. Was ist das denn? Ey, dieses Spiel. Was ist denn hier los? Okay, warte. Wir gehen jetzt direkt wieder in unsere Karte. Ja. Dann hier. Und jetzt können wir direkt investieren. Wir machen erstmal hier. Keramik. Ja, du hast ja 2. Oh, warte. Oh, scheiße. Ja, warte. Ups. Ja, dann einmal kaufen. Oh, den kann ich schon... Oh, ich hab verkackt. Das war blöd. Ja, aber...
klick mal bitte den Preis an. Ja. Und mach mal auf 10 Euro, das ist angemessen. Nein, Mann, wir können das nicht zu teuer. Doch, vertrau mir, 10 Euro. Nein. Doch, komm. Na, ich mach's auf 5. Ich mach's auf 5. Komm, 10. Nein, ich mach's auf 5. Komm, 10. Menge, wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten. Die wollen in Ruhe scheißen. Die wollen doch keine 10 Euro für Scheißen ausgeben. Doch, 10 Euro Schein. Nein. Nein, das werde ich nicht zulassen. Ich bin nicht mehr Teil von Konkurrenten. Mandy, du kannst nicht raus. Doch. Ne, weißt du Bescheid. So, fertig. Ja, toll. Kein einziger Gast. Schon bei 5. 4 Euro wollten die Leute bezahlen. Aber bei 5, da platzt denen die Hutschnur. Ja, hätten wir 10 gemacht, hätten die direkt gesagt, jo. Nee, hätten die nicht. Die hätten uns gelüncht. Toll, ja, jetzt toll. Gewinnt der. Toll, danke. Ja, sind wir wenigstens die Schweine? Ey, wenn jetzt irgendwas Wertvolles bekommen, ne? Ne, kriegen auch danke. Noch eine Keramik. Ja, toll. Und Schweine sind irgendwie super. Trotzdem wieder wir. Danke. So, warte mal. Jetzt mal schnell hier raus. Toll, jetzt können wir unser Imperium nicht erweitern. Was ist das denn hier? Hier wird beschmutzt. Nein. So, warte mal, das geht jetzt. Säubern. Erstmal mal säubern, bitte. Säubern, ja. 30 Euro. Das hier säubern. Nee, hier können wir nicht säubern. Es geht nicht säubern. Drück nochmal, doch, da war doch was. Ja, warte, ich mache jetzt. Ich aktiviere hier erstmal die Schüssel. Dann. Ach, wir haben ja kein Geld. Ja. Ich versuche erstmal sauber zu kriegen, irgendwie. Ja, geht nicht. Krieg den zweiten an. Doch, da war doch gerade was. Drück mal säubern. Ja, habe ich. Ah, reparieren. Oder was? Nee. 20? Naja, doch, er will das machen. Ja, er will's machen, aber weil das so ganz leicht kaputt ist. Ach so, das Säubern bezieht sich wirklich auf die Toilette. Ja, nicht wir auf müssen das direkt Äußere. Hier verlieren. Ja. Ja, oh! Guck dir das an, direkt wieder das Money gemacht. Als ob 4 Euro echt so die Grenze war. Ja. Ich glaube, wir können mehr raushauen, wenn wir tatsächlich geilere Schüsseln und so weiter haben. Wenn wir so eine Goldschüssel, da hast du ja auch ganz andere Leute, die da machen. Eine Smaragdschüssel. Als ob. Oh ja, okay, Rundenschwein sind wieder wir. Jetzt erstmal hier Spielung. Ja. Zack, 2 Dinger. Dann werden wir jetzt mal hier. Alter Schwede, Smaragd. Oh mein Gott. Bam, Alter, die Spülung. Und Brille fehlt auch noch. Brille 2-mal. Zack. Und nochmal die Brille. Jetzt nochmal Preise. Können wir da nicht noch irgendwas machen? Hier müssen wir noch mehr. Hier müssen wir mehr verlangen. Mach mal 6 Euro. Okay. Obwohl Smaragd ist das Stärkste. Smaragd ist das Krasseste, was wir hätten kriegen können. Mach mal 12, komm. Ich mach 10. 10 ist eine gute, das ist letztlich das, was du mal machen wolltest. So, da gucken wir doch jetzt mal. Zack. Jetzt bin ich gespannt. Nur 2. Oh, nee, Klo 3. Oh. Aber Klo 3 ist unten, die sind unvollständig. Ach so. Warum? Ach, Toilettenpapier fehlte. Ja, okay, hier haben wir wieder geschafft. Komm, gib uns noch mal was Geiles. Gold? Marmor? Oh, Marmor ist auch nicht schlecht. Lecker Schmecker, ja. So, warte, dann gehen wir hier mal rein. So, warte, was? Ja, mach erstmal das dritte vollständig. Ah, nee, weil wir hatten hier fehlte die Spülung. Nee, beim dritten aber auch. Beim Smaragd haben wir ja kein Geld bekommen und da lag das. Ja, Toilettenpapier fehlt da. Genau. Da fehlt auch Toilettenpapier. Auch die Rolle. Ja. So, hier können wir jetzt aber auch nochmal hier kostet 5.000. Lichtschranke 20.000. Hier, schade. Aber änder mal in Marmor das letzte oder irgendeins. Ah, stimmt. Oh, guck mal, jetzt ist Ausstattung ist schon spärlich. Jetzt gucken wir mal. Wir hätten noch Geld, ne? Aber ich glaube, wir können nichts kaufen. Alter. Was macht das denn für einen Unterschied? Komm, lass bei Klo 3 auf 15 Euro gehen. WC-Reiniger, ja. Was? Wegen vorbildlicher Sauberheit erhält der WC-Reiniger die goldene Klobürste. Nein. Aber alter Schwede. Komm schon. Spül mal, Nein. Nein, nicht Keramik. Ja, das ist Müll. Ja, komm, Midgar. Also, jetzt hier erstmal auf 15. Ja. Nee, geht nicht höher. Ach so, was? 10 ist Maximum. Oh, mach mal sauber, die ist echt ein bisschen abgeranzt. Oh, stimmt, ja, säubern, reparieren. So, warte mal, dann lass uns doch, was kostet denn Smaragd? 60.000, als ob. Wir kaufen die Lichtschranke. Was? Was bringt das denn? Keine Ahnung, aber ist gekauft. Okay, direkt nächster Tag. Ja, 30.000, ah, 20, jawoll. Alter Schwede. 35 sogar insgesamt, richtig krass. Der Rubel, der rollt. Komm, jetzt bitte, nochmal Smaragd. Smaragd wäre echt geil, das sind 60.000. Stopp. Nee, Gold. Gold ist auch okay. Oh, Goldschüssel. Oh ja. Jetzt geht's los. Hier, da wird die direkt ausgetauscht. Oh, guck mal, wir können hier aber auch noch die Rollen ändern. Baumwolle. Ja. Brille. Da, Schüssel. Gold. Ja, nimm mal, Baumwolle müsste ja besser sein, oder? Bei der Rolle. Ja. Dann können wir hier aber auch schon wieder mehr Geld verlangen. Ja. Machen wir 7. Hier gibt's auch Baumwolle. Ja klar, überall, ne? Ja, klar. Aber Baumwolle kostet auch wesentlich mehr. 5 anstatt... Das ist ja egal, dann ist es ja edler. Okay. Ja, wieder 32.000. Ja, Klo 3 hat enttäuscht.
Wahrscheinlich, weil es dreckig war. Wir könnten es mal ein bisschen sauberer machen. Ja, Lichtschranke, ja, muss man mal gucken. Ach, WC-Reiniger, du mit deiner goldenen Klobürste. Wir müssen auch gleich, müssen wir in die Forschung investieren. Ah, Mama, ja, hätten wir jetzt schon genug Geld für. Aber erst putzen bitte, ja? Ja, okay, ich putze erst. Parieren. Jetzt putz mal richtig. Ja, ich putz doch. Es ist nicht mehr ganz so günstig. Drück mal bei allgemein auf alles richten. Was macht das denn? Wo? Unten links, ganz unten links, über Kottbrüder, ach genau. So. Ja! Ah, dann ach, da muss man die Scheiße nicht immer so anklicken. Wir müssen jetzt allerdings mal gucken, dass wir in die Forschung investieren. Da wir brauchen wahrscheinlich eine bessere Klobürste. Wie viel Geld wollen Sie für die Forschung investieren? 30? 30.000, okay. Ah, geht nur 20.000. Oh, lol. Okay, wir forschen. Die Forschung läuft. Alter Schwede, die Grafik. Ja, richtig krass. Und? Oh, Scheiße. Lieber für Scheiße. Spülung? Spülung vielleicht. Ja, Spülung. Das teuerste. Auch 20.000. Ja, komm. Ja, intensive Forschung führten zur Entwicklung der Spülung Fäkalmarodeur. Diese Klospülung unterscheidet sich von ihrem Vorgängermodell in ihrem Zwei-Kammern-System, das einen großen Spüldruck bei ausgeglichener Druckverteilung in beiden Hälften der Schüssel erzeugt. Durch die doppelten Spülketten ist die genaue Abgleichung der Fäkalflutung gar kein Problem. Ja, sehr schön. Das ist echt sehr schön. So, aber dann, warte, geh noch mal eben ins Hinterzimmer. Lass mal eben irgendwen angreifen. Kauf doch mal Kotzkurt. Kotzkurt. Okay. Ziel Alter. Wählen. Ja. Unser ach Gegner. So, der ist direkt bei uns. Alter. Bring ihn um. Kotzkurt macht sich ans Werk. Oh nein, was macht er da? Nein! Er wurde erwischt. Von der Konkurrenz wurde er erwischt. Oh, oh. Wie das Gesundheitsamt ist äußerst übel gelaunt. Ziel wählen. Gerüchte kann man streuen. Ja, erstmal sollen wir jetzt hier, WC-Reiniger hat Besuch. Ja, vom Gesundheitsamt. Dann wollen wir mal sehen. Klo 1 ist okay. Klo 2. Oh der nein. Okay. Nächstes Mal kriegen wir dich. Okay, so, wir müssen uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Wir müssen jetzt hier die Fäkalmarodeure müssen wir kaufen. Och. Zack. Wir sind einfach reich, ne? 4 Stück. Naja, aber wir müssen ja auch noch expandieren. Das ist ja das Ding. Wir müssen ja auch noch andere Toiletten uns holen. Oh! Alter, guck dir das an. Das hat echt so ein Zwei-Kammern-System. Du kannst links ziehen und rechts auch nochmal. Doppelte Spülkraft. Unterklasse, Mittelklasse. Oh, vornehmen. Aber wir können nicht mehr als 10. Ja, warte mal. Mittelklasse und... Ja, hier können wir... Gehen wir mal auf 8 und dann gucken wir mal. Boah, 85.000. Als ob. Umsatz 32. Alter, Klo 2 hat auch richtig gut reingeschissen. Kann man ja so mal sagen. Ey, sag mal. Also, hallo? Wieso kriegt denn der die ganze Zeit irgendwelche Medaillen? Wegen vorbildlicher Funktion erhält WC-Reiniger die Medaille für Mechanik. Wir haben doch gerade was Tolles installiert. Wir haben alles installiert. Die Leute leben bei uns wie Könige. Nein, nicht Keramik. Ja, 10.000. Oh, 10.000. Ja, oh, das lecker. Ist nett. Das ist cool. Hurra. Ja. Warum sind wir immer das Rundenschwein? Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge vom Toilettensimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.